Nee. Man kommt immer wieder drauf zurück, ist das herrlich. Wie kennt ihr denn nee? Was soll denn der kennen? Der ist schon was Besonderes. Nee, Mann. Alter, Secret Exit. Halt echt? Da ist ein Ab. Den brauche ich denn ab? Dann jump da mal drauf. Ja, da brauche ich aber einen Stein, damit ich mache. Nee! Wow, Scheiße! Wenigstens habe ich jetzt kein Leben verloren. Also, da hat das One-Up aber nicht viel genützt, ne? Nee, ein Scheiß eigentlich. Alter, nie mehr so eine Scheiße. Nie mehr! Eh wieder. Aber eigentlich habe ich ja theoretisch dann kein Leben verloren. Oder praktisch. Das war unentschieden so. Also, es ist wurscht, ob man da jetzt stirbt oder lebt. Warum geht eigentlich immer kurz das Licht aus, wenn solche Spacks. Wenn man einen neuen Raum betritt, du gehst da durch die. Wenn du durch eine dunkle Tür gehst, da ist dann halt Licht aus. Das meine ich nicht. Ich meine lediglich, warum geht immer das Licht aus, wenn du irgend so einen Gegner ansaugst? Da geht immer kurz das Licht aus. Ach so, das ist, weil dann auf Kirby drauf geleuchtet wird, weil er sich dann morpht. Beziehungsweise verändert in seiner Fähigkeit. Das ist absichtlich so gemacht. Das ist kein Bug. Süß! Wie er gezappelt hat. Ich find's sauknuffig. Ich mach eigentlich. Warst du nicht gerade eben schon mal bei Level 6? Ich hab doch schon längst, ich war vor der Wolke da. Ja klar, aber jetzt bist du wieder bei 3. Ja, weil das neue Welt ist, Alter. Ey, ach was so, ist denn neue das? Welt, das ist ein Ei. Eier! Eckkette! Das ist ein Eierfänger. Eiersalat-Sandwich. Press die Knöpfe. Die Knöpfe pressen. Lukas beste Pressknöpfe. Kirby's Fresse zu öffnen. Versuch Eier zu fressen, aber keine Bomben. Ach, das war die Affenscheiße, die habe ich nie gecheckt. Oh fuck. Ein Ei hab ich gekriegt. Ein Ei! Ich check diese Bonusspiele mal gar nicht. Die sind irgendwie so kryptisch. Du musst einfach nur dann drücken, wenn Eier kommen und nicht dann, wenn Bomben kommen. Ja, aber das ist sau die Kryptik. Ja, ein bisschen schon. Ich hol mir hier erstmal einen. Wobei ich eigentlich finde, so eine Traumwelt ist es fast ein bisschen zu rechtwinklig. Stein oder Tornado? Tornado, oder? Ja. Guck mal, wie er jetzt abspackst. Das macht er aber nur, weil ich auf einen Button drücke. Ich mache hier keine Richtungen. Wie absurd, das ist ja fast wie so ein Pong, wo er hin und her das dauert. Ist ja fast schon nach einem Algorithmus, ne? Es ist eh nach einem Algorithmus. Ich wollte nur. Du wolltest nur lustig sein. Auch, ja. Ey, der soll das zerstören. Erzähl mir nicht, mit dem Tornado kann man jetzt das nicht zerstören. Oh, ist das billig! Aber eigentlich braucht man es ja nicht. Na doch, man braucht's. Fail, meine Damen und Herren! Sorry, ich wollte es nicht. Also irgendwie fällt mir gerade nicht mehr viel dazu ein, weil irgendwie finde ich, er verliert ein bisschen zu viel. Es ist daher nicht so wahnsinnig spannend irgendwie. Wie, er verliert zu viel? Naja, ach, mich meinst du? Ja. Hallo, ich hab in letzter Zeit relativ wenig verloren. Und nur wenn man einmal Schaden nimmt, heißt es noch lange nicht, dass man verloren hat. Ja, klar. Fuck, ist das scheiße. Jetzt waren es zweimal Schaden. Die Controls sind aber gar nicht so einfach. Jetzt wärst du den unteren Weg gegangen, hättest du live gewonnen. Kann ich ja immer noch gehen. Aber dann kann ich aber gleich wieder eins. Nein, guck. Weil das sicher irgendwas kaputt ist. Deswegen habe ich mir erst diese Option hier geholt, diese Power of Doom. Wow! Scheiße, das war schlecht getimed. Ah. Oh, nicht Meta Knight! Fuck, ich hasse ne. Sind das diese komischen Viecher? Meta Knight ist übelst der Proll. Welcher ist das? Das ist der Typ, der zu faul ist zu kämpfen und sich irgendwelche anderen Leute holt. Und jetzt muss ich die irgendwie unschädlich machen, indem ich sie esse zum Beispiel. Und nicht einmal Fähigkeit bringen sie mir, die fetten Wichse. Wollen mich nur schaden. Mir nur schaden. Sag mal, zieh ich dem überhaupt was ab, wenn ich die fress? Irgendwie nicht, oder? Doch, der ist doch schon halb tot oder noch mehr. Jetzt ist er fast tot. Das heißt halb tot? Dann ist er eben halb lebendig. Ich würde eher sagen, Meta Knight lässt die anderen, schickt sich irgendwelche Opfer, so Latschkos, weißt du? Damit habe ich ja auch gemeint, dass da unten beim Enemy-Balken der schon halt fast weg ist. Ball! Aber Ball ist übelst unkontrollierbar. Das ist doch über die Spacks hier, guck mal, wie sich das Wasser bewegt. Das ist ja billig, das hätte sogar ich besser programmieren können. Damals nicht. Ja gut, das kann auch sein.
Aber guck mal, süß, wie er zappelt. Ja, übelst. Vor allem sind seine Arme sowieso extrem fortgeschritten. Aber der besteht zum Beispiel auch nur aus zwei Einzelbildern. Ja, das ist normal bei so einem NES Jump'n'Run. Bestehen die meisten nur aus zwei Einzelbildern, die Animationen. Ich das meine, ist ja auch weil kein... du nicht geglaubt hast, dass Purpur-Tentakel aus zwei Einzelbildern besteht. Das war von Maniac Manson. Der von Dave the Tentacle besteht aus mehr Einzelbildern. Der schaut doch anders aus als der, den du mir geschickt hast. Glaub mir da mal was. Ja, es kann sein, dass er der von Maniac Manson war. Kannst dich nicht mal an den Purpur-Tentakel, der sah doch ganz anders aus. Ja, der war schon ein wenig detaillierter. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Oh, die scheiß Strömung pisst mich an. Ach, Hitler auf den Wichser tot. Ja, klasse, eine Strömung. Na oh, super, dann platziere mich da, wo ein Gegner... Es ist sehr penetrant, wenn man hier neben ihm sitzen muss, während er abspackst. Da muss man sich ständig anrüpsen lassen und so Zeug. Ja, also... Das ist hier... So zahlst du hier die Miete auch. Ja klar, muss ich auch noch was dafür zahlen, dass du mich anrufst. Klar, ey, Perverse. Stehst doch drauf. Und du stehst auf solches Zeug, das ist total krank. Also da frisst. Das ist eine Perversion, das ist... Lol. Das ist nicht zu beschreiben, was das ist. Ich weiß echt nicht, was es ist. Es sieht einfach widerlich aus. Es ist Marzipan, Alter! Ist es nett? Guck's dir doch mal an. Feine Marzipanpastete! Ist Pastete nicht mit Fleisch? Lübecker Marzipansortiment! Das ist Marzipan! Garantiert nicht. Gucken wir mal an, wie das aussieht. So, jetzt würde ich gern zocken, danke. Wenn du es nur könntest. Kannst besser als du wetten. Ja, das glaube ich auch. Siehst du? Das brauchst du gar nichts sagen. Wie er sich letztens angestellt hat, was haben wir da gezockt? Was war das? Ach ja, genau, St. Niklas für den DOS. Ach ja. Wie er sich angestellt hat, wie er die erste Schlucht nicht geschafft hat im ersten Level. Die zweite Schlucht. Das war die erste. Das war die zweite. Das war die erste, weil du da nämlich rennen musstest und Nein. das hast du nicht gepackt, doch. Nein, die zweite war eine Breite, bei der ersten konnte man nur schön drüber rennen. Die war... Ja, wow! Wie so dann, viel dazu. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis man hier mal beim Endgegner ankommt? Mir kommt es jetzt schon vor wie 3-4 Ewigkeiten. Das ist ein komplettes Spiel, das ist keine scheiß Demo, die man sich kostenlos auf Rapid Share illegal runterlädt. Aber du hast es dir kostenlos runtergeladen. Illegal. Vielleicht nicht bei RapidShare, aber sicher irgendwo. Gell? Ja, jetzt war ich da aus. Ich hab das Spiel aber. Ja, ja, auf dem PC, gell? Nö. Doch. Für die Nintendo. Na und? Nützt doch als Nintendo nix. Du hast es hier auf dem PC, also illegal runtergeladen. Na und, aber wenn ich das Originalspiel besitze, ist es legal. Ach, ist doch nicht wahr. Doch. Nein. Doch, lies halt mal. Es ist eh nicht. Myself has informiert. Na gut, dann meinetwegen. Und das hier ist wohl auch wieder so ein Möchtegern-Schwerer. Das ist so ein Zwischengegner, der ein Auf ist! What the fuck? Hattest du so einen schon mal? Nein. Dann gehe ich mal davon aus, dass du ihn nicht beim ersten Mal schaffst. Ja, wobei, der hat eigentlich schon ziemlich viel verloren. Das ist ja auch nur so ein billiger Scheiß-Zwischengegner, der nichts drauf hat, Alter. Guck mal, wie er rumboinkt. Ich verstehe auch gar nicht, was der will von mir. Alter, fuck you! Dich fressen. Ja, der kann mich. Ich bin viel zu süß, um gegessen zu werden. Fuck you! Es gibt sehr viele Tiere, die andere kleine süße Tierchen auffressen. Das kann der aber mal vergessen. Ich bin nämlich... Oh, ich bin immer zu weit weg, um den scheiß Stern zu kriegen. Weißt du, wie das anbricht? Kannst du nicht mit so einer komischen Sprechblase wieder ausspucken? Kannst Nein, die machen ja keinen Schaden, das ist ja Luft, das er ausspuckt, wenn er... Ach so. Eine Sprechblase voll Luft, cool. Ja, das ist einfach nur Luft, das er ausspuckt, die er eingeatmet hat, als er sich Luft geholt hat, wenn er fliegen wollte. Wahrscheinlich besteht irgendwie die Atmosphäre bei Kirby's Dream Land irgendwie so aus 99% Helium oder so. Jetzt fuck you, hör auf mich zusammen zu kloppen! Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du den noch schaffst.
So. Das war aber knapp, ne? Knapp! Doch, das war knapp, ja. Fronk! Das klingt so geil. Bist du eigentlich immer so aggressiv, wenn du spielst? Das ist verstärkter als in anderen Situationen, ja. Ich meine, in anderen Situationen bist du natürlich auch nervig, aber nicht so, sondern anders. Boing. Für die Dinkies. Ja komm, fick doch dich tot. Fick dich doch in Arsch. Das ist mir jetzt egal. Hab ich ja Plastik auf dem Kopf. Das ist mir doch scheißegal. Es handelt sich um Alufolie. Alufolie ist Trash. Komm jetzt. Ja, erster! Aber extrem knapp. Und vom UFO krieg ich One Up. Ist das nicht mystisch? Was hat denn das UFO da zu suchen? Das UFO! UFO! Das UFO! Ja. Das UFO, ja, ja, und so weiter. Bla bla. Lololol. Wieder bei dem Level 6. Das ist ein anderes Level 6. Ist das Level 6 der Weltjoghurt-Kacke oder wie die Welt heißt. Also so sehr sieht es nicht nach Joghurt aus. Das andere sah auch nicht aus wie Kuchen oder wie das hieß. Oh, da komme ich jetzt nicht ran. Schapax, der Kacks, Kacks. Sound nervig. Wir brennen Schnaps. Alter! Ich brenn gleich Schnaps. Nee. Die Androhung, ich brenn gleich Schnaps. Nee. Spaß. Ach komm jetzt. Oh! Fuck Hitler. Ich lass mir nicht den Reifen nehmen. Ah! Okay, ich lass ihn mir nehmen. Ey, das ist doch mal ein geiler Hintergrund. Dümpel. Ja, der sieht doch cool aus. So viel Scheiße in der Luft, ne? Ey, komm. Guck mal, diese computergenerierten Endlospalmen. Die sind nicht endlos, siehst du? Die waren nämlich ja, ganz bewusst. Die, guck mal, die Baumstämme und die Blätter oben, das sind alles nur so fertige Elemente zusammengepusht. Ja, klar haben die sich eine Palette gemacht, damit sie. Ja, aber ich meine, 2-3 Palmen hätte man doch schon machen können. Nee, hätte man nicht, weil da die Grafik für nicht reicht. Das ist 8-Bit, Mann. Wie komme ich jetzt hier runter? Aha. Ah, ich verstehe. So, so, ich verstehe. Ich hol dir so einen komischen Fisch da. Ich brauch irgendeine Waffe. Der Fisch macht nichts. Genauso wie der Wichser. Der läuft nur rum und penetriert, so wie du! Ich lauf nicht rum, ich sitz da. Aber du penetrierst! Ja. Okay, hier finde ich keine gescheite Waffe, das ist natürlich fail, dann scheiß ich mal fett drauf. Übrigens ist es unter anderem auch die NTSC-Version des Spiels, was bedeutet, dass das Spiel um einiges schneller abläuft. Das heißt, es macht es auch ein bisschen schwieriger. Das ist doch minimal. Doch, das merkt man total. Das ist minimal total. Bei solchen Spielen merkt man das. Alter, scheiße, schon wieder ein Endgegner. Da brauche ich jetzt erstmal. Komm, Walle, jetzt, wenn du schon hier bist, probier du nimmer. A, springen, B, saugen, da, steuern. Los, jetzt machst das du mal. Das geht sowas von nett. Probier's. Wo ist A und B? Da ist A, da ist B. Los, die Screen scroll, du wirst noch gefickt. Okay, werde ich gerade eben. Okay, da ist saugen. Kann ich den aufsaugen? Nein, den kannst du nicht aufsaugen. Du kannst aber Sachen aufsaugen, die er wirft. Okay, da springt er wohl offenbar. Okay, und was macht er jetzt hier für Spacks? Du musst die Gegner einsaugen und sie voll auf ihn draufknallen. Und wie soll ich das schaffen? Indem du die Gegner einsaugst. Und wenn du fett bist, springst du hoch und knallst sie ihm sauer in die Fresse. Und daneben, ja. Im Flug kannst du nicht saugen. Wie soll ich sie dann einsaugen? Indem du springst. Springen? Da. Und dann muss ich zwei gleichzeitig drücken. Oh, jetzt haben sie mich schon wieder getroffen. Nee, erst springen, wenn du in der Luft bist. Nachdem du A gedrückt hast, drückst du B und haust sie voll aufs Maul. Was ist denn da dann so schwer? Es ist auf jeden Fall leichter als diese. Und die spuckst du wieder aus? Jetzt drückst du auf A, also dass du auf seiner Höhe bist, und spuckst du auf B wieder aus. Okay. Na, aber du müsstest schon auf seiner Höhe sein, sonst bringt das ja alles nichts. Ja, stimmt.